Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Wie ihr es von mir gewohnt seid, werden wir auch im neuen EAFC-Teil die aktuellen Top-Partien lösen und ich zeige euch da wie immer einen günstigen Lösungsweg und am Ende werden wir natürlich auch meine Packs gemeinsam öffnen und ja, wir hoffen auf den Mega-Walkout. Und ja, Packs gibt es im Wert von circa 40.000 Coins und bezahlen müssen wir dafür nicht viel, circa 15.000 Coins. Und da habe ich euch günstige Lösungen vorbereitet und auf die will ich natürlich noch eingehen, aber schauen wir uns erstmal die Top-Partien an. Wir haben Ajax gegen Feyenoord Rotterdam, PSG gegen Marseille, Atletico Madrid, also das Martinez-Duell gegen jetzt Real Madrid und Arsenal gegen Tottenham, also das... Premier League Duell. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in die erste Partie. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Und zwar, wir brauchen einen Niederländer. Geht mal bei euch in den Verein und guckt mal. Ihr kennt ja die Multitausch-Taste und wie ihr hier reinkommt. Das ist alles kein Problem. Also, Landregion, Niederlande. Und da guckt ihr mal, was ihr im Verein habt. Ich habe in dem Fall nichts. Ich musste einen kaufen. Und wie habe ich dann gekauft? Ja, da geht ihr einfach hier auf den Transfermarkt und kauft euch irgendeinen Niederländer. Es ist auch völlig egal. Guckt da, dass ihr einen günstigen bekommt. Hier filtern wir. Und in dem Fall der günstigste, der soll dann unser sein. Und das wäre jetzt zum Beispiel der Casting. Also da könnt ihr einfach wählen und dann packt den dann irgendwo hin. Genauso wie mit, ja, eigentlich noch einen Bronzespieler. Den könnt ihr auch hier hinpacken. Ich zeige euch aber alle Spieler noch und drei Silberspieler, denn die sind auch eine Bedingung davon und um das Ganze zu komplementieren, haben wir dann einfach Goldspieler genommen, weil die einfach besser für euch nachzukaufen sind. Ihr könnt auch Bronzespieler verwenden, ihr müsst lediglich aus einer Nation dann noch die Bronzespieler nehmen und dann passt das von der Chemie aber auf ganz entspannt. Aber ihr könnt dieses Team auch 1:1 nachkaufen, also gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Let's go. So könnt ihr dann immer den Namen sehen. Let's go. Und damit haben wir diese SBC ja schon gelöst. Und dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze auch dann jetzt mal ab. Aber das Pack, das werden wir dann am Ende dann öffnen. Und haben wir jetzt hier die nächste Partie. PSG gegen Marseille. Wir haben hier folgende Bedingungen. Ligue 1 Uber Eats. Profis aus derselben Region. Mindestens zwei, liegen mindestens drei. Und selten braucht man mindestens zwei Spieler. Wie ihr sehen könnt, bin ich einfach mit einer Nation gegangen. Ich habe mir hier diesen Danilo geholt. Ihr könnt aber auch egal welchen, weil ihr habt auch genug Chemie. Einen Spieler von PSG und ihr packt ihn dann einfach hier hin und dann passt das. Aber ich kann euch mal die Spieler zeigen und auch die Preise. Alles kein Problem. Nur damit ihr Bescheid wisst, man könnte natürlich auch Silberspieler verwenden. Aber das macht keinen Sinn, denn die Spieler sind teilweise deutlich teurer und ihr wollt keinen Spieler für irgendwie 5 oder, weiß ich nicht, was der Maxpreis ist, dafür bezahlen. Okay, dann würde ich auch hier sagen, gehe ich einmal stillschweigend durch. Let's go.
So, und damit haben wir auch diese SBC erfolgreich abgeschlossen. Ihr könnt auch, ich habe hier alle per Sofortkauf, weil ich möchte das natürlich so schnell wie möglich für euch hochladen. Und ihr könnt die jetzt hier, diesen Torwart auch für 300er bieten, wie die ganzen anderen Spieler. Da macht ihr, und am Anfang sind die Coins halt wirklich viel wert für euch. Also macht das auch. Er bietet euch jeden einzelnen Spieler. Und dann spart ihr euch vielleicht nochmal 1000 oder 2000 Coins. Je nachdem. Okay. Atletico Madrid gegen Real Madrid. Hier haben wir folgende Bedingungen. Wir brauchen einen Spieler von Atletico Madrid. Den solltet ihr am Anfang auch suchen. Und dann könnt ihr auch wieder eine Nation nehmen. Es ist auch egal, ihr braucht diesen Spieler hier nicht in der spanischen Nation von Atletico Madrid. Ihr könnt auch einen Witzel nehmen. Packt den auch auf die rechte Verteidigerposition. Dann passt das auch. Also ganz entspannt. Also wir haben hier 33 Chemie, gefordert sind 22. Und mehr brauche ich auch euch gar nicht erzählen. Wir gehen hier wieder einmal durch. Let's go. Und damit haben wir auch diese Top-Partie gelöst. Und zum Abschluss haben wir noch das Premier League, ja, London-Duell. Und genau, dann gehen wir auch hier rein. Hier haben wir die Bedingung, dass wir einen Arsenal-Spieler brauchen. Und da müsst ihr mal gucken, wie teuer der gerade für euch ist. Ich habe jetzt hier, wer ist denn mein Arsenal-Spieler? Genau, es ist der Trossard, der hat auch noch die... ja, glückliche Gegebenheit, dass er quasi ein Rare-Spieler ist. Sonst müsst ihr euch noch einen anderen Premier League-Spieler Rare hinzufügen. Ihr könnt dann einfach mal gucken. Geht dann natürlich in die Premier League, Arsenal, und dann müsst ihr auf müsst ich auf Gold, Silber. Ich würde das einfach so machen. Ich würde aber Gold schon filtern. Und dann müsst ihr mal gucken, ab welchem Preis denn welcher Spieler reinkommt. Und hier habt ihr die zum Beispiel. Also dann braucht ihr dann auf jeden Fall einen Rare irgendwo in einer Position mehr. Okay, dann würde ich auch sagen, gehen wir hier einmal durch. Let's go. Und dann machen wir schon die Packs auf. Und da haben wir den letzten Spieler, Trossard. Und dann würde ich sagen, geben wir das Ganze ab. Prime gemischte Profis Pack. Und erhalten dann das... Was war das denn jetzt auch noch? Eigentlich müssen wir noch einen Bonus... Genau, hier, das Premium Gold Profis Pack. Das ist ein 25k Pack. Und da bin ich mal gespannt, was wir bekommen werden. Und ja, 5 Packs an der Zahl. Wir gehen einfach durch. So, haben wir einen Amerikaner. Amerikaner haben wir jetzt ganz, ganz viele aufgrund der, ja, der Frauen. Und hier haben wir eine. Die sind ja gut vertreten. Sind ja nicht, ich glaube nicht, zu Unrecht Rekord-Weltmeister auch. Und das, ja, und hier bekommen wir auch Tradable Packs. Also, ich glaube ein Shadow, ich glaube 1,3 gerade. Die packe ich mal aber alle erstmal auf die Transferliste. Ne, die nicht. Ah, die auch nicht. Also die brauchen wir auch nicht hier. Können wir einfach verkaufen. Gut, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Shadow behalten wir. Das Münzenpack nehmen wir natürlich mit. Und das war's. Also ansonsten solltet ihr am besten nochmal nachgucken, aber für mich. Ich glaube, jetzt haben wir ja das 25k-Pack. Komm. Das ist Shakiri. Nee. Das ist... Das fällt ja den Namen nicht ein. Ne, wie auch. Und diesen kann ich auch nicht aussprechen. Ja, das sind ein paar Spieler. Ich würde sagen... ich glaube, der ist, könnte ganz gut sein. Ja. Aber ich packe die erstmal alle in Verein. Ich check die dann später nochmal aus.
Und dann haben wir hier das Prime Gold Profis Pack ein klein, also sehr wahrscheinlich ein kleines 25k Pack. Komm, Messi. Nein, das ist Muni. Nee, auch nicht. Oder doch? Tagliafico. Baku. Ah, auch nichts wert. Müssen wir mal gucken, was man am Ende rausbekommt, auch wenn man keinen Walkout erhält. Ja, bin ich mal gespannt. Aber Verlust, wenn man jetzt hier so 14.000, 15.000 Coins ausgibt. Am besten macht man es aus dem Verein heraus. Dann kann man eigentlich gar nicht machen. Und hier gerade jetzt auch hier diese Silberspieler. Guckt da unbedingt nach, was die an Wert haben. Denn die sind nicht häufig auf dem Markt. Und ihr könnt quasi den Preis auch vorgeben. 700. Ich würde es auch versuchen. Also immer... Ja. Bisschen unterbieten. Aber wir wollen ja hier schnell durchkommen. Dann haben wir noch ein Pack. Wir nochmal. Oh, ist das Luka Jokic? Tatsächlich. Das ist cool. Denn das ist mein erster ja. Ich sage Walkout, aber den ich jetzt zumindest on Video aufnehme. Und ich weiß gar nicht, was hat er an Wert? Modric? Ich vermute nicht viel. Was kostet der? 8000 Coins. Also damit sind wir auf jeden Fall break-even. Und ja, man könnte jetzt sagen, okay, man hält ihn jetzt, aber jo, ich will schnell Coins machen. 8000 Coins nehme ich natürlich gerne mit. Hier haben wir noch einen 84er tatsächlich. Kann man auch mal gucken. 2-3 wird da so geboten. Ja. Wie heißt der? Remiro. Mal für 2. Ah ne, 3000 kostet der tatsächlich. Immer die Preise mal checken. Und den Rest, den. Oh, der hat natürlich auch 4 Pace. Auch mal gucken. Gut, jetzt gerade für die Starter Silber Squads. Nehme ich erstmal alles mit. Okay, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video geholfen hat und oder gefallen, dann lasst mir gerne ein Like da und könnt ihr mal gerne schreiben, was ihr aus den ersten Top-Partien in EAFC gezogen habt. Ich würde mich freuen, von euch wieder zu lesen. Ja, in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.